Ja, jetzt bin ich wieder zurück in Saarbrücken und freue mich natürlich auf eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Ich werde ab morgen ins Geschäft einsteigen, weil ich heute meinen letzten Tag eigentlich habe bei Erzgebirge Aue und nahtlos übergehen in den Job hier. Ich freue mich auf die Aufgabe. Ich denke, dass jetzt nach einigem Nachdenken und nach Informationen, die ich mir über die letzte Saison des Clubs gemacht habe, dass es voriges Jahr schon sehr, sehr vieles richtig gemacht wurde, aber am Ende vielleicht das Glück gefehlt hat. Und ich hoffe natürlich, dass einerseits wir dieses Glück erarbeiten können nächstes Jahr mit der Mannschaft, aber natürlich auch viel Spaß an der Sache haben, weil ich glaube, dass die Saarbrücker Mannschaft im nächsten Jahr auch einer der Favoriten sein wird auf den Staffelsieg in der Regionalliga. Und daran werden wir arbeiten. Es gilt für mich jetzt sicherlich so schnell wie möglich ein Vertrauensverhältnis zur Mannschaft aufzubauen. Ich kenne einige Spieler schon, weil wir natürlich auch in meinem vorigen Job im Scouting sehr, sehr viel unterwegs waren und in Saarbrücken bekannterweise auch immer wieder Spieler sind, die auch für die zweite Liga interessant sein können. Aber nichtsdestotrotz, jetzt gilt es, sich auf Saarbrücken einzuarbeiten. Ich denke, es gilt, viele Spieler wirklich gut kennenzulernen, Gespräche zu führen über eine taktische Ausrichtung. Es ist so, ich arbeite da eigentlich schon mit einer eigenen Philosophie, aber sie muss halt auch zu den Spielern, zur Mannschaft passen. Und wir haben, denke ich, jetzt noch 4,5 Wochen Zeit, auch im taktischen Bereich etwas zu erarbeiten. Und da werden wir von Anfang an mitarbeiten. Es wird sicherlich so aussehen, dass ich mich auch mit Martin Forkel, der die Mannschaft bis jetzt betreut hat, zusammensetzen werde, abgleichen, wo der Stand der Dinge ist, gerade was konditionelle Dinge angeht, Grundlagentraining, und wir dann natürlich dann auch sofort weiterarbeiten können. Also nochmal, ich bedanke mich für das Vertrauen, das ich bekomme von der Clubführung und hoffe natürlich, dass wir das eben auch mit Leistung umsetzen können und dann am Ende des Tages wirklich über den Aufstieg in die dritte Liga sprechen können. Es wäre sehr schön, wenn sich die Euphorie der Fans, des Umfeldes mit der Mannschaft verbinden lässt, weil dann ist es eine Einheit, dann ist es produktiv für die tagtägliche Arbeit und sicherlich auch für das Erreichen der Ziele, die wir uns gestellt haben. Ich habe schon öfter gesagt, für mich ist nicht wichtig die Liga, sondern ich bin lange genug dabei, habe in jeder Liga gearbeitet. Für mich ist wichtig, dass der Verein eine Perspektive hat, mit der ich mich identifizieren kann. Und Sie können mir glauben, ich habe jetzt 2 Jahre Abstiegskampf gemacht. Das ist nicht wirklich prickelnd an jedem Tag und freue mich auf eine Aufgabe, wo man eine Mannschaft formen kann, die ich sag mal, die Spitze mitspielen kann. Und deswegen sage ich ganz klar, der 1. FC Saarbrücken ist ein Traditionsverein. Jeder im Land kennt diesen Verein. Er hat bessere Tage gesehen, was die Liga angeht. Und man hat eine ganz klare Ausrichtung, man hat eine ganz klare Konzeption, die heißt, wir wollen uns verbessern, wir wollen uns höher ja, platzieren in der Liga und ich glaube, das ist eine Perspektive, mit der ich sehr gut arbeiten kann. Ich habe ein Bild der Mannschaft, das sieht so aus, dass ich schon mit dem bestehenden Kader weiterarbeiten möchte, aber wir haben uns durchaus darauf verständigt, dass, wenn wir die Notwendigkeit sehen, sicherlich noch ein oder zwei Transfers machen können. Ich bin sicherlich ein kommunikativer Trainer, aber ich kommuniziere und muss irgendwann als Cheftrainer selbst meine Entscheidung treffen. Und deswegen ist es wichtig, vor der Entscheidung mit den richtigen Leuten zu sprechen, einzuholen, ob man auf dem richtigen Weg ist, aber dann diesen Weg auch verfolgen. Ich sagte gerade schon, nehmen wir das Beispiel Taktik. Ich habe eine klare Philosophie, wie ich Fußball spielen lassen möchte, aber ich habe auch einen gewissen Kader zur Verfügung. Deswegen muss ich sehen, dass das alles kompatibel wird. Und das erreicht man, indem man klar hart arbeitet auf dem Trainingsplatz, aber natürlich auch kommuniziert mit den Spielern, ihnen klar die Aufgaben vorgibt, die sie hoffentlich auch leisten können und dann immer wieder sich austauscht, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Und das ist so, denke ich, mein Führungsstil. Ich habe ganz klare Vorstellungen, was Disziplin und Ordnung angeht, sowohl auf dem Trainingsplatz als auch im Stadion, aber natürlich auch im Umfeld. Wir sind, obwohl wir jetzt in der Regionalliga sind, sicherlich haben wir uns alle dem Profisport verpflichtet. Wir arbeiten unter Profibedingungen und da gibt es natürlich gewisse Vorgaben. Und da ist es mir schon wichtig, dass der Spieler weiß,
wie er sich da zu verhalten hat. Und auch das werden wir mit der Mannschaft zusammen erarbeiten, dass wir uns in gewissen Rahmen dort bewegen, weil ohne Disziplin und Ordnung macht jeder, was er möchte. Und dann kann eine Taktik nie aufgehen. Und das ist das, was wir sicherlich erarbeiten werden. Also definitiv versuche ich, ein Spiel selber zu beeinflussen. Und das kann ich nur, wenn ich selber den Ball habe. Und deswegen werden wir versuchen, schon die agierende Mannschaft zu sein. Gerade jetzt auch in der Liga. Jeder erwartet natürlich von uns, dass wir dieser Favoritenrolle gerecht werden. Und dementsprechend musst du natürlich auch einen Spielstil entwickeln. Und der wird so sein, dass wir die aktive Mannschaft sein wollen. Aber es gibt sicherlich auch Gegner, da wollen wir nicht in die Falle tappen. Und da müssen wir sicherlich auch einen Wechsel reinkriegen zwischen eben Attacke und natürlich auch den Gegner mal kommen lassen, um selber Räume zu bekommen. Und genau das werden wir arbeiten. Aber ich werde ganz sicher nicht die Stürmer an die Mittellinie stellen, selbst am 16er stehen und warten, was der Gegner macht. Das ist definitiv nicht. Ich denke, dass es in jeder Liga gute Fußballer gibt, auch in der vierten Liga, also in der Regionalliga. Aber ich denke, der größte Unterschied ist einfach Tempo, Schnelligkeit, der Aktion mit Ball. Und ich sage, das kann auch der Vorteil sein. Ich denke, dass wir schon einen guten Kader haben für die Liga, aber es wird im Endeffekt auf unsere Handlungsschnelligkeit ankommen, wie schnell wir gewisse Dinge technisch umsetzen können, um im Endeffekt den Vorteil gegenüber dem Gegner zu haben. Das ist eigentlich die Vorstellung, die ich habe. Und ich glaube einfach auch, dass hier ein Kader zusammengestellt wurde, der, ich sag mal, mit einer hohen Prozentzahl an Spielern besetzt ist, die eigentlich auch die dritte Liga spielen könnten. Und das muss man einfach auch sehen. Und da ist sicherlich der größte Unterschied Fitness und Schnelligkeit. Ich denke schon, dass ich den Kontakt suchen werde zu den einzelnen oder zu den Fangruppen, einfach um sich kennenzulernen untereinander, auch wie die Fans ticken, was sie erwarten von der Mannschaft. Und wenn das klar definiert ist, kann man, glaube ich, auch ganz gut zusammenarbeiten. Weil ich denke, wenn man vorher erklärt, wie man arbeiten möchte, was die Fans auch zu erwarten haben, ist sicherlich vieles für die Fans einfacher zu verstehen. Wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass in unserer Lage sehr, sehr viel von uns erwartet wird. Und diese Erwartungshaltung werden wir auch über die Fans spüren. Sie werden emotional reagieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir natürlich gut vorbereitet in die Saison gehen, aber andersrum die Fans auch wissen, wenn sie uns das Selbstvertrauen nehmen, bringen wir uns gegenseitig mit den Saisonzielen in Gefahr. Und deswegen ist es schon wichtig, den Austausch zu haben mit den Fans, dass sie genau wissen, was sie zu erwarten haben, aber andersrum, dass man natürlich auch fordert, dass dann was zurückkommt. Ich denke einfach, klar, der Ludwigspark ist die gewohnte Umgebung, aber so viel ich gehört habe, ist Elversberg ein reines Fußballstadion, also eng dran die Zuschauer, und ich denke einfach auch, dass wir damit arbeiten müssen, weil ich sage, wenn wir da Heimspiele austragen sollten, dann ist es so, das ist ein enger Platz, die Stimmung kommt sofort rüber. Wir müssen mit diesen Verhältnissen arbeiten und sie zu unseren Gunsten nutzen. Und ich denke einfach, wenn man als Mannschaft den Fans was anbietet in so einem engen Stadion und der Funke überspringt, dann kann das auch ganz schnell mal so zu einer kleinen Hölle werden. Warum nicht?